den vergangenen Jahrhunderten haben sogenannte Kinderkrankheiten immer wieder zu schweren Epidemien in Deutschland geführt. Kinderkrankheiten sind nicht harmlos. Sie betreffen aber in erster Linie Kinder. Durch Impfstoffe können heute viele Kinder und Erwachsene vor diesen schweren Krankheiten geschützt werden. In Mecklenburg-Vorpommern lassen sich überdurchschnittlich viele Menschen gegen schwere Krankheiten impfen. Ärzte, Krankenkassen und Gesundheitsämter informieren Eltern und Patienten und lassen die Menschen bei uns wissen, Impfen schützt. Dadurch, dass sich viele Menschen impfen lassen, profitieren auch diejenigen, die nicht geimpft sind. Man nennt das Herdenimmunität. Das heißt, viele Menschen ohne Impfung werden oftmals nur deswegen nicht krank, weil es genug Menschen gibt, die sich impfen lassen. Oder andersherum? Es müssen genug Menschen geimpft sein, damit auch diejenigen nicht erkranken, die aus unterschiedlichen Gründen nicht geimpft sind. Wenn zu wenige Menschen zum Beispiel gegen Masern geimpft sind, kommt es auch heute zu einem Ausbruch und zu schweren Erkrankungen. Würden Menschen nicht auf den Impfschutz verzichten, wäre das meist vermeidbar. Wir wollen im Landtag über das Thema Impfen diskutieren und fordern eine landesweite Kampagne, die über die Vorteile des Impfens aufklärt. Die CDU-Fraktion setzt beim Impfen zwar auf Freiwilligkeit, wir können aber nur dann auf eine Impfpflicht in ganz Deutschland verzichten, wenn genügend Menschen so vernünftig sind, sich impfen zu lassen. Gerade für Kindertagesstätten ist es vorteilhaft, wenn alle Kinder geimpft sind. Denn dort ist das Risiko, sich anzustecken, am größten.